Einen wunderschönen Moin und guten Abend am Freitag um Primetime 20.15 Uhr. Sven und ich waren eben Gassi und was soll ich euch sagen? Schnee, Schnee, Schnee. Ja, ich hab doch gesagt Gassi. Die Hunde, ach so, ha, ha, ha. Ja, die hatten ihren Spaß, ich auch. Und ja, jetzt möchte ich aber rumkreativeln. Und zwar es neigt sich dem Ende fast, also ein paar Seiten habe ich noch, aber ich habe hier noch einen Hahnemühle Aquarellbuch und da möchte ich den Einwand auch wieder gestalten und ich werde auch wieder die Frida Kahlo Serviette nehmen und wie ich das mache, zeige ich euch. Ihr müsst das nicht mit Servietten machen, ihr könnt das mit allen möglichen machen. Frida Kahlo ist eben, wie gesagt, meine Muse, eben wie gesagt. Ich habe noch gar nichts gesagt, jedenfalls nicht auf diesem Kanal, glaube ich. Ja. Und was ich jetzt mache und so, das zeige ich euch jetzt. Und ja, ich drehe mal die Kamera. Ich überlege, ob ich das schaffe, um die Kamera rumzufilmen. Die Leute, die haben die irgendwie immer so über. Aber das kriege ich nicht hin, da müsste ich sie mir um den Kopf binden, wie so eine Bau. Ja. Naja, wir werden sehen, was passiert. Auch Zen sagt eben, wir können das auch an Haken hängen und an Angel sehen und dann an die Decke hängen. So viel Umstand brauchen wir nicht. Da müssen wir damit uns so begnügen. Ich nehme dieses wunderschöne. Ich muss das erstmal abwischen, hier war Farbexplosion, kann ich euch sagen. Dieses Olivgrün von Action. Und ich mache jetzt gleich Vorder- und Rückseite. Einmal eine Schicht in Olivgrün. Und ich nehme dafür gerne diesen ganz feinen Fächerpinsel, weil der macht nicht so eine ekeligen Streifen. Ich verteile erstmal die Farbe, damit das vielleicht nicht ganz so ein Geschmodder wird. Ich habe hier noch von Bösen, also mit Zettel, könnte ich mal nehmen und mir den mal hier eben so zwischenklemmen, ganz Profi-like, und dann witschern wir uns unser Büchlein mal ein. Und hier am Rand mache ich das immer so, nicht so, damit das nicht an die Seiten kommt, sondern weg, weg, weg. Das kann auch so ein Mantra sein, weg, weg, weg. So, schön saftig und knaftig. Einwitschern. Odin, lass es. Muffin ist läufig. Odin ist kastriert, aber wenn er hinten auf Muffin mit ihren Hüften, das ist nicht so toll. Hier bleiben! Und dann flüchten sie in den Garten und meinen, sie können dann eine Rudelparty veranstalten. Odin, Muffin, hierher! Sagt das Sven. So, und vorsichtig mache ich dann auch hier so die Ränder, denn das soll ja nicht so schnatterig aussehen. So ein bisschen scheckig oder so macht nichts, weil da kommt noch die Serviette drauf, da kommt noch ein bisschen Weiß, wo die Serviette hinkommt. Und Serviettenkleber kann man sich auch ganz einfach selber machen mit weißem Bastelkleber und Wasser. Zack. Nix hier Motschpotsch. Außer man hat das jetzt gerade mal so da, dann ist das ja okay. Odin. Odin! Der ist auch noch schwerhörig, deswegen schreie ich so. Hier machst du Platz.
Hier unterm Tisch, genau. Platz. Odin. Tut mir leid, aber ist so. Nicht noch ein Kreuzbandriss. Oh, hier ist der Hahn von Hahnemühle. Heute gab es bei uns Tortellini-Auflauf. Ich mag das ja nicht so mit den Paprika und so, aber die Kinder essen den so gerne. Ich esse gerne Tortellini, aber nicht so als dieser. Das ist so sodbrennerig mit den Paprika. Aber ich habe auch heute Morgen, also heute Vormittag Haferflocken gegessen und die halten sehr, sehr lange satt. Und gestern hatte ich meine Ozempic-Spritze. Ich habe immer nicht so einen Appetit. So, jetzt hier mit dem Gummi, das stört mich dann extrem, wenn das angemalt ist oder wird, dass er nicht ausbleibt, dass da Farbe dran kommt. Aber ich finde das ganz schlimm. Jetzt kommt Sven, pass auf, du. Wenn der sieht, dass du da nestelst. Ein bisschen vorsichtig hier. Das ist nicht ganz so eingeödelt. Mein anderes Art Journal hatte ja kein Gummi, das war ja so ein einfaches Ringbuch. Da habe ich mir aber so ein, wie so eine Gummilitze in Gold bei Teddy für 1 € mal gekauft. Und das habe ich da so drum geknotet, also dass das so zusammenhält, ne? Bräuchte man jetzt nicht, also so dick ist das jetzt nicht. Zeige ich es euch gleich mal. Wenn das hier trocknet, dann gehen wir mal die Blätter durch, die ihr noch nicht kennt. Ich möchte eigentlich jetzt keine Farbe mehr auftragen müssen. Warum geizen will ich auch nicht. Ich glaube, Zahn wollte nochmal Schnee schippen. Ja, es schöpft Schnee, ich höre ihn da rumkratzen. Odin, sag mal, jetzt komm hierher. Jetzt werde ich sauer. Springt da mit so einem Jump auf sie rauf. Du kommst in die Stube. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Schnappen wir uns noch mal einen schönen Kreativkaffee. Einmal ein bisschen antrocknen mit meiner Heißluft-Kuchenmühle. Nee, Heißluft-Kuchen. Industrieföhn. Nur nicht, dass das Blasen schmeißt. Immer so drüber pfuschen. So, der Rest muss ja auch mal von alleine trocknen. Das ist die Serviette. Da ist viermal das Frida Kahlo-Motiv drauf. Und die wird nicht geschnitten, die wird gerissen. Also die Kontur so ein bisschen grün, natürlich lasse ich da stehen. Die Ohrringe auch. Nicht so spitz, da die unten die Kanten. Hat noch ordentlich nachgeschneit jetzt, ne? Schneeschippen, ja. So, und jetzt brauchen wir davon die erste Lage. Wir haben sogar Treckerspuren gemacht im Schnee.
Ja, Sven mit seiner Flackertaschenlampe, die sind gleich umgedreht und in eine andere Richtung gegangen, die Leute. Den kenn ich auch mittlerweile. Naja, klar. Kommt der Meckersack wieder, lass uns schnell abhauen. So ein richtig alter Sack. Ja, so ein richtiger Blockwartsack. Wir wollen gar nicht gemocht werden. Abstand, unser Hund hat Räude. Ja. Flöhe. So, das ist die erste Schicht. Die beiden anderen können wir wegschmeißen oder damit irgendwas abwischen. Hier die Kanten, das nervt mich. So, ja, das Buch trocknet, das Buch mit 7 Siegeln. Und wir werden uns jetzt meinem Buch widmen. Das ist mein Buch und hier ist dieses Band, wo ich gesagt habe, ne? Habe ich hinten einfach einen Knoten reingemacht, es bleibt schön zusammen. Und da drehe ich mal die Kamera. Stehe jetzt hier gerade und guck und sag mir, das sieht ja schön aus. So kräftig und saftig in den Farben. Ja, wir fangen an. Ich habe hier den Zettel reingemacht, was ihr noch nicht kennt. We start now. Das kennt ihr, glaube ich, das sind meine selbstgemachten Aquarellfarben mit Rumgedudel. Hier habe ich Liquitex Acrylfarbe, dieses Petrol soll das sein, und dieses Marabu Colorado Gold. Und mein Leitspruch ist auch auf YouTube, auf meinem Klünschner-Kanal, Only Dead Fish Go With The Flow. Alles kann, nichts muss. Oder alles kann, nichts muss. Dann, zu dieser Person muss ich etwas sagen. Das ist eine jahrzehntelange Begleiterin. Ich weiß nicht, wie lange, die mich begleitet. Es gibt Leute, die sagen, wenn irgendwas wichtig ist oder so, oh lieber Gott. Und ich sage nicht, oh lieber Gott, sondern die hat auch keinen Namen. Aber das ist die, wo ich sagen würde, lieber Gott. Aber die, wie gesagt, die ist die Namenlose. Und mit der halte ich so Zwiegespräche. Und so stelle ich mir vor, sieht die aus. Und wir, so in Gedanken dann, ne? Dann streitet man sich mal oder dies, das. So Zwiegespräche, wie andere eben halt im Beichtstuhl gehen, so rede ich mit deren Gedanken. Das ist Friederike. Wer ist Friederike? Dieses hier ist ein Bild, das begleitet mich schon ganz lange. Nicht in diesem Buch, sondern auf Pinterest. Ich habe da ja so Seiten auf Pinterest unter Lavendelhexe. Es ist da mein Alias-Name. Und Gitte und ich posten da immer. Und dieses Bild ist immer irgendwie und taucht auch immer wieder auf. Das ist so eine schrottelige Häuserblockreihe. Und hier steht ein Pärchen. Ihr habe ich jetzt Pünktchen auf dem Kleid gemalt und er hat einen Schirm. Und ja, und da gucke ich dann und denke dann immer so, was macht da jetzt wohl hinter den Fenstern sein? So, ist da irgendwo eine Katze? Ist da eine Oma, die gerade Kaffee trinkt und ein Stück Kuchen isst? Oder so, da träume ich dann immer so rum. Und deswegen hat das auch einen Platz in dem Buch gefunden. Hier wollte ich mal wieder negativ zeichnen oder negativ malen, negativ Painting probieren. Ich habe es gelassen. Es war nichts für mich. Da hat mir die Geduld zugefehlt. Und da habe ich das so gelassen. Hier habe ich mit Alkoholink, war das glaube ich, rumgedudelt und dann mit dem goldfarbenen Liner da. Ihr seht das, ich finde das immer so wie bunte Weltkarten, sieht das aus.
Das hier ist für mich so ein kleiner Baum des Lebens. So, da habe ich erstmal die Farben so, ne? Nass in nass, Aquarell, dann Metallic Aquarell. Dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Baum. Und da ist ein bisschen Sonne, also das Licht, seine Wurzeln, die holen sich das Wasser. Und man sagt doch immer so, von Luft und Liebe und was weiß ich, kannst du nicht leben oder so. Das ist für mich so ein Lebensbaum. Mit kleinen Herzchen in den wurzeligen Verästelungen. Ja, da habe ich dann auch wieder so mit Gold rumgeöselt. Das ist der schönste Sternenhimmel, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und zwar war das in der Sahara mit Gitte, in der Wüste. Da haben wir übernachtet bei Beduinen, in so einem Beduinenzelt. Da war dann so aus Palmblättern so ein Zaun. Die hatten ein Kamel. Da ist der älteste Sohn immer so zu den Touristen in die Stadt, und um so Kamel reiten, damit sie ein bisschen Kohle kriegen. Da ist ein kleines Loch, ein Erdloch. Da hat der Hund drinne gelebt von denen. Und die Frau hat ohne elektrisch, ohne alles, hinter so einer Palmwand war die Küche, und die hat ein Couscous-Essen mit Orangen und so da gezaubert. Das war Wahnsinn. In so einer Tagine. Ja, und dann dieser Höllensternhimmel da. Also, ich habe mir auch von diesem Sahara-Sand ein Kilo mitgenommen. Wirklich. Nach Hause, nach Hamburg. Und das ist so auch mit so Metallic. Ja, das ist der schönste Sternenhimmel gewesen. Bis jetzt. Das ist mein Purple Rain. Purple Rain zieht sich auch durch meine ganze Zeit irgendwie, ob als Wolle gefärbt oder als Bild. Das ist eigentlich nichts. Da habe ich einfach nur so, auch mit Alkohol, Ink, das gefiel mir gar nicht. Ich habe nicht dieses Jupo-Papier, sehe ich auch irgendwie nicht ein, das ist mir zu teuer. Und ich habe da einfach so auf meinem, ich weiß gar nicht, was das ist, Papier rumgeduselt. Und dann habe ich kleine Inseln gemacht. Und das war's. Und jetzt habe ich noch diese Seiten hier. Ja, das ist mein Buch. Mit 7 Siegeln. Nee, mit einem. Nicht das Buch mit 7 Siegeln, das ist das Buch mit einem Gummiband. Zack. Und dann machen wir mal weiter mit dem Cover. Jetzt einfach mal so, ich stelle meinen Kaffee mal dahin. Neulich habe ich mal, der war also aber lauwarm gewesen, ne? Da hat Muffin voll die Dusche gekriegt. Und einmal voll Echoline-Farbe. Da war sie ganz pink. So, ich hol mal eben. Ach nee, gar nicht wahr. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Da, wo ich die Serviette hinklebe, damit das Gesicht nicht so dunkel wird, da musste ich noch Gesso hindüseln. Sonst ist mir das zu nudi. Muddy. So schön eine Schicht Gesso von Action. Denn sonst, wenn ihr die Serviette auf so dunklen Untergrund, dann ja, steht sie im Dunkeln. Lieber ein bisschen näher malen, weil nachher malen wir mit anderen Farben noch wieder drumherum, so dass es hier ein bisschen in die Poren geht.
streichen nicht, dass da gleich Probleme kommen. Schon wieder zugeschneit? Jetzt nehme ich mir meinen Motsch Potsch Super Bastelkleber. Das ist einfach nur Bastelkleber mit Wasser. Ziemlich flüssig, aber ich kann da auch noch gleich ein bisschen Kleber zumachen, wenn ich will. Aber ich werde es tun. Die Mischung war nicht so. Ich überlege gerade, es könnte eigentlich auch, glaube ich, Puring sein. Ups. Mein Puring-Medium. Na, das ist, naja, mal gucken, was das gibt. Das ist Puring, scheiße. Okay. Das kommt davon, wenn man das nicht beschriftet. Zern sagte letztens noch, irgendwo hatte er Etiketten gesehen, so eine Klebeetiketten. Bastelkleber ist wasserlöslich. Weil sonst ist das mir zu dick. So, wenn ich da jetzt kein Wasser nehme, das ist dieser Techie Glue von Action. Da kann man auch gut mit eine Flasche Techie Glue und eine Flasche, wenn die leer ist, in ein Glas füllen, schütteln und dann hast du Mod Podge. Serviettenkleber. Wasser. Nicht zu viel. Hier ist ein Bobbel drin. Mal gegen Licht gucken. So. Und jetzt die Daumen drücken, dass das nicht so faltenfähig wird. Hier eine GroKo-Karte von Alex geschenkt gekriegt. Da will ich aber noch nicht mit drüber schrauben. Wenn was an den Ecken ausschrabt oder so, ist es nicht schlimm. Ich nehme jetzt einen richtig verwässerten Pinsel hier, der war eben im Wasserglas drinne und drückt mir das hier so ein bisschen an. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, so die Falten so ein bisschen rauszuziehen. Nur aufpassen, das reißt sehr, sehr schnell. Dafür ist der Pinsel auch gut, der ist schön weich. Und dass es sich einmal anzieht. Nachher lackiere ich das ja eh noch über. Das soll nur einmal haften. Und wenn man jetzt so mit den Fingern den Finger nass machen. Wie gesagt, durchs Trocknen zieht sich das auch noch ein bisschen an. Das soll jetzt auch nicht so super perfekt werden. Bei mir sowieso nicht. So, ich föhne das mal eben einmal über. Ist zwar noch nicht ganz trocken, aber
Wir fangen jetzt an, einmal die Ränder zu kaschieren. Da war ich ganz froh, dass ich dieses Olivgrün gekauft hatte. Das passt nämlich so schön jetzt zur Serviette, so mit diesem Hintergrund. Da male ich jetzt so, wo ich meine, das Grün so ein bisschen hin. So ein bisschen einrahmen. Auch nochmal so, wo jetzt nicht die Serviette ist. Puringweiß hier zu sehen. Macht nichts. Die Farbe noch nicht trocken. Macht nichts. Und Rosen drauf. Ist jetzt fast wie Krakele. Das bricht so jetzt auf. Das finde ich aber auch schön. Geht das da unten auf? Ja, da kommen nur Blasen. Ah, da. Okay, ich nehme jetzt mal, ich weiß nicht, so pink und rot, vielleicht orange, ein bisschen Perlmutt. Und wird mal Rosen andeuten. Mache ich hier eine pinkfarbene große hin. Und zwar mache ich die einfach so. Also jetzt nicht nur so rund, sondern ein bisschen so. Ein bisschen dicker, wie so ein bisschen 3D-Effekt. Und so kleine Blümchen. Hier unten kann auch eine schöne Dicke hin. Bisschen. Oh. Ich weiß jetzt ungefähr so, wo die Öffnung von den Rosen ist.
und so baue ich die dann auf. Also normal lasse ich das antrocknen und gebe dann noch eine Schicht drauf oder eine andere Farbe. Oder ich mache den Pinsel einfach gar nicht sauber und mache hier dann noch so eine hin. Blumen und Tiere war ja auch von Frieda so die, was sie so mochte, dann mit ihren Papageien und Affen und was die dann alles hatte. So ein bisschen wie Bauernrosen sehen die dann aus. Hier kann ein bisschen Rot mit rein. Einfach nur andeuten. So. Es handelt sich ja auch um Cover und nicht um Gemälde, ne? Aber es kann ja trotzdem schön sein. Da oben dieses Gekratze, das werde ich lassen. Das gefällt mir. Das seht ihr so, was ich meine, ne? Mit diesen, so, diese gefüllten englischen Rosen, so, ich sag mal, wie verknüllte Taschentücher, die haben wir bei uns im Garten ja auch. Gut ist, wenn das dann nicht so geworden ist, kann man sie immer noch mal neu modellieren. Ich habe mir jetzt hier auf diese wunderschöne Keramikpalette von Tina, ich liebe sie übrigens, dieses Marabu Colorado Gold gemacht und werde jetzt nicht alle, aber hier zum Beispiel diese eine Rose so ein bisschen mit Gold verzieren. Die auch. So, das sind die Kalorosen. Mal ein bisschen weniger Farbe nehmen. Sonst ist das zu dolle. Die Farbe ist noch nicht trocken, sieht man vielleicht. Man macht nichts, kann mit eintrocknen. Ich werde mal ihr Gesicht abdecken mit meinem Malschwamm und mir das Gold so ein bisschen verwässern.
Bisschen mehr Kohl, ein bisschen mehr Wasser. Da mache ich das weg. Fast alle, mein heißgeliebtes Glossy Accent. Da muss ich ein bisschen aufpassen, das kommt jetzt immer so mit dem Schwall raus, weil ich das liegend trockne. Und dann mache ich ihre Augen einmal. Ich frage mich gerade, warum das oben an den Augen weiß ist, ob ich da vielleicht ein bisschen irgendeine Farbe mal mit reingezogen habe. Das können wir nicht so lassen. Das sieht ja aus wie Horrorfilm. So, genau. Also die Augen dürfen so feucht glänzen und die Lippen. Das mache ich immer ganz gerne. Das zeige ich euch nachher mal, wenn das trocken ist, so gegenlich dann. Oh, mit dem Perlenpern kann man auch noch was tun hier. Da machen wir ihre Halleluja! Ihre Ketten und ihre Steine so. Nicht ganz so zipfelig hoch. Platt drücken. Hier unten einfach nochmal ein paar Goldpünktchen. Glamour und Glitter geht immer. Manchmal ist mehr weniger. Aber manchmal ist auch weniger mehr. Können wir im Moment nicht tun, weil sonst ist das Overload. Obwohl, mich stört da was. Mich stört da was. Moment mal. Da muss ich mal eben mal ganz schnell gucken, ob ich das damit hinkriege. Egal, wir lassen das jetzt erstmal so trocknen und dann kriegt das eine Firnis, also so eine, wie heißt denn das, Lack, Schutzlack, mein Gott. Und zwar hiermit, das von Action, das ist das Gloss, mit dunkel oder mit blauem Deckel ist matt und das ist Acrylic Gloss Varnish, kann ich sehr empfehlen, von Action. Aber das können wir leider erst machen, wenn das richtig trocken ist. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, bitte lasst doch ein Like da, vielleicht auch einen Kommentar, was ihr noch so sehen wollt. Oder auch... Nee, ihr müsst es sehen. Und dann bis zum nächsten Video. Vielleicht mache ich noch eins. Ich sage erstmal Gruß, Kuss und Schluss.